Hi, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir ausprobieren sollten, bevor es zurück auf die Straße geht. Nur um sicherzustellen, dass die Infrastruktur in Ordnung ist und wir ein robustes öffentliches Verkehrssystem bereitstellen können. Eins nach dem anderen. Die im Rathaus möchten, dass wir eine Testnachtlinie fahren, um herauszufinden, wie viele Menschen sie nutzen würden. Im Gegenzug finanzieren sie dir einen zusätzlichen Bus. Ich habe schon eine Strecke vorbereitet und die Werbetrommel gerührt. Wähle die bestehende Strecke aus und fahre sie bei Nacht. Ja, das würde ich jetzt gerne machen und damit herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator. So, und die wollen wir fahren. Wetter und Tageszeit in der Nacht. Und dann geht's los. Fahrt zu Beginn. Okay, also, ja, man sollte auch fahren. Heute ist Feiertag. Okay, dann fahren wir mal an. Wir haben keinen. Moin, moin. Auch. Mit der Ticketdauer. Ah, leck mich doch. Woche Standard 1. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Danke. Jo. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay, Einzel Standard 1. Eine Fahrkarte bitte. Alter, der geht heute aber ab, ja. So. Warte mal. Einzel Student und eine. Du kriegst 8,20 Euro zurück. Ja. So, fahren wir raus. So. Nächster Halt, Nordspeicher. So. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Eine Fahrkarte, bitte. Das kannst du haben. Tschüss. Einzel, tschüss. Du bist auch mal so viel. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Ja, du kriegst auch eins. Einzel, Standard und zwei. Und 60 Cent kriegst du zurück. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, du kriegst ein Wochenticket, Standard und du brauchst zwei. Oh, du kriegst 4 Euro zurück. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, bitte. Was ist heute los? Standard 1 drucken. Und du hast passend bezahlt. Sehr gut. Alle drin, alle draußen. Aussteigen.
Was ist denn los hier? Was soll ich denn jetzt essen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Speedfood. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. So, jetzt könnt ihr alle einsteigen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar kannst du das. Essen soll. Oh Gott. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ja, was möchtest du? Ein Tag, Student und eins. Du hast ja da passend bezahlt. Der nächste. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, du kriegst eine Wochenkarte. Standard. Eins. Oh, du kriegst 2 Euro wieder. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Du brauchst eine Wochenkarte. Für Senior. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So, gut. So, fahrt schon vorsichtig, dass wir nicht zu schnell wieder fahren, nicht irgendwie geblitzt werden. Aber ich hier wieder eine ausstellen. Nächster Halt, Stockerplatz. Einmal kurz am Stockerplatz hier. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, das frage ich mich auch gerade, warum die einfach ihren Scheiß rüberwerfen. Aber wir sind im Bus-Simulator, nicht im Müllwagen-Simulator. Tschüss. Tschüssi. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Du bekommst eine Einzelkarte für Ich gebe mich da nicht um. Einzelstudent. Ich hätte aber nicht erwartet, dass heute so viel los ist. Gut, es ist Feiertag, ne, haben sie gesagt. Danke. Kann ja. Ich bitte eine Fahrkarte haben? Oh, natürlich kannst du das haben. Du kriegst eine Wochenkarte, Standard und eine und dann kriegen... Danke. Passt. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ja, du kriegst auch welche. Das sind Einzel, Senior und du brauchst 2. Und kriegst 6,40 Euro wieder. Hi. So. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte kriegst du für den Tag... Eine Studentenkarte und 1. So. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Alter, das sagen schon viele. Warum macht ihr es denn? Das ist wieder so ein Rubelchen. So, links hat das Media Center. Alter, was ist da los? Und ein Rollstuhlfahrer. Nee, Quatsch, ist ein Fahrräder. Alles gut. Es sind nur jede Menge Fahrräder gewesen. Oh. So.
So, erstmal alles aussteigen lassen, bis man hier irgendwie einsteigt. Keine Rutschelfahrer, das ist... Eine Fahrkarte, bitte. Ja. Danke. Hast du gefasst, bitte? Eine Fahrkarte haben? Natürlich kannst du das buchen. Standard 1. Und du kriegst... Danke. Nächster Halt ist Westspeiche. Nächster Halt, Westspeiche. Scheiße, ich hab mich fast verfahren. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Okay. Tschüss. Tschüssi. Ich brauche eine Fahrkarte. Okay. Tag. Student. Oh. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Okay, du kriegst eine Wochenkarte. Standard. Und 2. Du kriegst dann 14 Euro zurück, ja, ist klar. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Einzel, Senior und gib ihm. So. So, dann ist jetzt die nächste Haltestelle die Endhaltestelle. So, plötzlich parkt jemand an der Bushaltestelle. Nächster Halt, Astra Promenade, Endstation. Bitte alle aussteigen. Hab grad eine Nachricht bekommen. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Ernsthaft, ich kann nicht jucken. Oh Gott. Ich hasse Parker. Komm, fahr da weg. Dann setze ich euch hier raus. Bis dann.
Na hier. So, ich muss nochmal rückwärts fahren. So. Moment. Ich muss auch nochmal einsteigen. Ja, leg mich doch. Ich muss mich die Tür nämlich vorne aufmachen noch. Ah, man hätte sonst... Oh, ich weiß ja. Ich habe vergessen, den Motor auszumachen. So. Ich habe vergessen. So. Yeah. Du hast neue Gerätefrische, neue Liquid und neue Farbe. So, die Statistiken. Okay. Ja, haben wir gut dabei. In Erwartung von 500 Euro, klar. Gehälter 1200, ist auch klar. Strafzeit fürs Rasen haben wir jetzt 2 hingekriegt. Okay, das ist immer gut. Und dann war's das. Oder? So, wir haben alles hingekriegt, oder was? Wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Okay, dann gehen wir mal in den Busladen.
Reinkommen mit einer Strecke mit einem Fahrrad, und mit mindestens 180 Fahrgäste. Okay, das sollten wir machen. Ich kaufe einen neuen Bus, aber erstmal müssen wir einen neuen Bus kaufen. Busdepot. Dann, was haben wir denn an Kohle momentan? Überhaupt 220.000. Dann kann man dann tatsächlich. Ich gucke mal gerade durch, was die so kosten. Also, die kosten ja relativ viel Kohle. Aber die Gelenkbus kosten jetzt 24, okay. Dann nehmen wir uns. Warte mal. Ja, dann nehmen wir den MAN da unten. Den hier. Ach, den können wir gar nicht freischalten. Na, scheiße. Dann nehmen wir den hier. So, bearbeiten. Okay, die Kimotiv. So. Teil bauen wir das Nummernschild um. So, und dann wenden wir das an und wir haben einen neuen Bus bekommen. So, Statistiken. Statistiken. Angestellte. Du. Oh, es war keine Absicht. Scheiße. Verwerfen. Nein. Da, dann kriegen wir das auch so. Angestellte, Multiplayer brauchen wir nicht. Angestellte. So, du sollst jetzt was machen? Oh, das ist doch scheiße so. Na, den kannst du direkt rauswerfen, wenn ich gar nicht mit durchliegen. Scheiße. Okay. Streckenplaner. Ich habe natürlich jetzt keine weiteren. Dann fahren wir mit Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Streckenentstellung. Schneeschalt aus. Die Tags. Regnerischer Tag. Immer regnerischer Tag mal. Und. Fahrsimulator. Einstellung. Blitzer deaktiviert. Okay, Blutfäller. Effektgrenze, ja. Ach komm, wir machen mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge einfach wieder.